war wieder einmal ein Event der Extraklasse. Ein weltweit einzigartiges Event, dass Scuba-Taucher sich unter Wasser mit allem, was es gibt, messen. Tatsächlich einmalig. Mit nichts zu vergleichen, was ich bisher erlebt habe. 18.000 Teilnehmer, die sich beworben haben in Europa, das zeigt eigentlich diese Dimension für diesen Event. Wir sind natürlich wahnsinnig stolz und auch froh, dass wir das Halbfinale bei uns durchführen können. Macht natürlich auch allen immer Höllenspaß, diesen Ehrgeiz zu sehen. Ohne Proben ganz nach oben war heute mein Motto. Hat funktioniert. Unglaublich. Ich freue mich auf das, was vor mir steht. Und ja, einfach cooles Event. Wir haben uns dieses Jahr wieder sehr viel Mühe gegeben mit den Challenges. Wir haben wieder eine Schippe draufgelegt, weil wir eine extrem starke Gruppe hatten. Die Herausforderung an der Parcoursaufgabe ist tatsächlich die Kombination der Fähigkeiten. Die Kombination wirklich runterzuschalten von der sportlichen Leistung auf die Detailleistung. Der Wettbewerb ist Navigation. Die Zeit zählt in dem Moment, wo ihr abtaucht. Findet ihr innerhalb von 15 Minuten den nächsten Punkt nicht, setzt ihr die Boje und taucht auf. Bei Navigation kann man sich halt immer sehr blamieren. Ich habe nicht mal einen Navikurs. Also bislang wusste ich Griff rechte Hand. Es ist auf jeden Fall eine riesen Herausforderung, weil der Wettkampf im Team stattfindet. Dabei aber natürlich auch kommuniziert werden muss. Die beiden Teilnehmer müssen zusammen agieren, zusammenarbeiten und trotzdem natürlich ihre Skills beweisen. Die Aufgabe wird gleich sein, dass ihr euch unter Wasser auszieht. Und wenn ihr euch ausgezogen habt, zeigt ihr uns ein OK-Zeichen. Dann kriegt ihr einen Schulterklopfer und könnt euch wieder anziehen. Ihr habt für das Ganze 9 Minuten Zeit. Das ist sportlich, aber ihr seid die 10 Besten und hier geht es auch um was. Himmel und Hölle war für jeden Begriff, aber es ist Himmel und Hölle ins Quadrat. Ich habe keinen Plan. Die Reihenfolge kann ich jetzt überhaupt noch nicht einschätzen. Das ist so ziemlich die schwerste von allen Varianten wird. Da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Das Schwierige ist, dass man die ganze Zeit austariert sein muss. Ich habe einen 2-Meter-Schlauch an meinem Regulator dran. Mal gucken, wie das alles so funktioniert, ob es von Vorteil ist oder nicht. Das war die Übung, wo ich definitiv am meisten Respekt vor habe. Und jetzt ist es noch mal ein bisschen komplizierter geworden, als ich gedacht hätte. Der schwierigste Moment ist, wenn man das ganze Paket vor sich hat und die Maske abnimmt und eigentlich gar nichts mehr sieht und nur damit beschäftigt ist, zu schweben. Das Desaster fing an, als ich den Bleigurt abgemacht habe. Und dann war vorbei. Dann ging es erst abwärts, dann ging es aufwärts, war nicht mehr zu bremsen. Tatsächlich hat es nur einer von 10 Kandidaten geschafft. Dieses Jahr war das Niveau extrem hoch. Ich würde fast sagen, es war das höchste Niveau, was ich bei meinen Dive Trophy Teilnahmen bisher so miterlebt habe. Die Leute sind natürlich hochmotiviert, die hier dabei sind, weil es geht um nichts weniger als die Krone des europäischen Tauchsports. Um ehrlich zu sein, richtig vorbereiten auf das kann man nicht, weil die Organisatoren lassen sich immer irgendwas Neues einfallen. Blind abtauchen, dann das Seil finden. Ich hatte wirklich Angst, weil man hat irgendwie dieses Reizgefühl, man möchte gerne wieder atmen, man sieht nichts. Also da fehlen dir gleich 2 Sinne mehr oder weniger und das war für mich ein bisschen zu viel. Für manche war die Herausforderung, schon eine Blindmaske aufzuhaben, das Ungewohnte, nichts zu sehen. Für den nächsten war die Herausforderung der Atemreiz. Die Leistung fand ich total bemerkenswert. Die Leute sind wirklich über ihre Grenzen hinausgegangen. I like it because it combines everything. I think it combines the physical and the emotional and the mental, but also they really have to keep calm and attentive and be very aware of their body, which is not something they usually need to do with scuba.
Diese Woche hier ist so spannend. Es hat kaum etwas mit einem normalen Tauchurlaub zu tun. Für die meisten war das erste Mal, dass sie Freediving ausprobiert haben. Und dafür haben sie das ausgezeichnet gemacht. What was surprising to me is their, level of fitness is obviously good. These are the best divers here. To see how easy it was for them to switch from the physical part to the mental part. Ich war ja froh, als ich gehört habe, wir dürfen Flossen benutzen, weil ich echt ein schlechter Schwimmer bin. Es war trotzdem so anstrengend. Und jetzt kommt der Sieger. Und das ist Manuel Beck! Unglaublich, vor allem wie ich auf nochmal eine Woche hier in der Summer Bay zu tauchen. Ich habe sowas gut Organisiertes noch nie gesehen oder miterlebt. Da gibt es bestimmt nichts Vergleichbares. Eine unglaubliche Erfahrung, wo man seine eigenen Grenzen kennenlernt. Ein paar Sachen gemacht, die man sonst im Leben nicht ausprobieren würde. Und man sieht auch nochmal, ob man es tatsächlich schafft, bei so herausfordernden Aufgaben auch ruhig unter Wasser zu bleiben. Es gibt nur diesen Spruch, so once in a lifetime. Zum Glück, wenn man es schafft, twice in a lifetime. Also darf man ja zweimal am Finale teilnehmen. Macht es, gebt Gas, jeder sollte hier aber dran teilnehmen.